Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Ihnen nun die Offiziellen dieses Kampfes vorstellen. The Introduction of the Officials. Supervisor WBA Kirill Shekutiev from Russia. Supervisor IBO André van Grotenbrohl, Belgium. Die Punktrichter, the judges. From Ukraine, Andrei Balyazov. From Poland, Grzegorz Molenda. And from Panama, David Singh. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir kommen nun zu den Kämpfern. Der Mann in der roten Ecke ist 30 Jahre alt. The fighter in the red corner is 30 years old. Und er wog beim offiziellen Wiegen 79 Kilogramm. His official weight is 79 Kilogramm. Er ist 1,86 Meter groß. He is 1.86 meters tall und Profi seit 2013. Seine Bilanz: 16 Kämpfe, 15 Siege. Davon 7 durch Knockout. He has 16 fights, 15 victories and 7 by Knockout. Bitte begrüßen Sie, please welcome again from Sweden, Sven Fornling. Der Mann in der blauen Ecke ist 30 Jahre alt. Our fighter in the blue corner is 30 years old. Und er wog gestern beim offiziellen Wiegen 79,2 Kilogramm. His official weight is 79,2 Kilogramm. Er ist 1,85 Meter groß. He is 1.85 meters tall. Und Profi seit 2010. Seine Bilanz: 30 Kämpfe, 29 Siege, 11 davon durch Knockout. 30 fights, 29 victories, 11 by knockout. Aus der DSDS Boxstall, meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, in der blauen Ecke, Dominik Böse. Die Kämpfer sind nun bereit, der Ringrichter aus Monaco, the referee from Monaco, Jean-Robert Lang. Gentlemen, you receive my instruction in the dressing room. I want a clean, clear fight, okay? Listen to my command at all time and protect yourself at all time. Good luck to both chickens. Es ist der größte Kampf für SES, eine WBA-Weltmeisterschaft in Eigenregie. Es ist der größte Kampf für Dominik Böse. Deutschland vermisst einen Boxweltmeister. Heute Abend könnte es wieder soweit sein. Feuer frei. Dominik Böse in der schwarzen Hose gegen Sven Fornling in den schwedischen Farben. Die Führungshand muss laufen von Böse. Das ist diese linke. Und die sitzt sofort. Das war ein guter Treffer. Schon der zweite in diesem Kampf. Fornling hat unfassbar geackert in Malmö. Er war in London beim Sparring. Er hat alles umgestellt, ist aus seiner eigenen Komfortzone herausgetreten für diesen Kampf. Er wird 12 Runden gehen. Er ist dafür bereit, aber die boxerischen Fähigkeiten sollten pro Bösel sprechen. Er hat die gute, lange Führungshand, die gute linke. Fornling vielleicht ein bisschen eindimensionaler. Aber mit dieser unglaublichen Kondition. Jean-Robert Lane, der Monegasse, sieht genau hin. Muss bisher erst ein einziges Mal eingreifen. Es geht hier sehr, sehr fair los. So war der Kontakt zwischen beiden. Auch bis zur Pressekonferenz, als es mit dem Nasenstüber von Fornling losging. Sie haben die Bilder gesehen, auch vom gestrigen Wiegen. Bösel hat sich davon nicht beeindrucken lassen. Er hat anders als gegen Karo Murat gelächelt. Da war sie drin, die rechte Hand, nicht ganz gerade sauber geschlagen. Dazu stimmt die Distanz nicht, aber er geht in die Aktion von Fornling hinein. Der ist IBO-Weltmeister, aber das Entscheidende heute Abend, die IBO, ein kleinerer Verband,
der fünfte in der Welt. Selbst wenn die Klitschkos diesen Gürtel unter anderem hatten. Es geht vor allem um die WBA-Interims-Weltmeisterschaft. Champion dort, Super-Champion Dimitri Bivol. Und die beiden kämpfen um den Rang danach. Jean-Pascal ist noch dabei. Alles ein bisschen kompliziert, aber das hier ist der wichtigste Kampf für diese beiden. Für Forming links und Bösel rechts. Es ist keine spektakuläre erste Runde, das war auch nicht zu erwarten. Aber es ist eine Runde, in der Dominik Bösel seinen Stil durchbringen konnte, die klareren Treffer hatte. Und das ist so verdammt wichtig. Die Nervenschlacht vor dem Kampf hat Bösel nicht angeknackt. Das wird hier sichtbar. Dirk Jemski. Mit einer Ausnahme. Ein Kampf hat ihn betreut. Vom ersten Profikampf an. Will er sich nicht hinsetzen? Das gab es noch nie. Eine schöne Runde, ja. Setz dich auch noch mal. Doch, setz dich hin. Setz dich noch mal hinkommen, ein bisschen kurz. Er will nicht. Setz dich. Hör auf zu spinnen, das ist nicht easy. Warte erst mal ab. Warte, ja, lass warte erst mal ab. Wie gesagt, pass auf das Stoische auf. Ja, dass du, wenn du dann so reinrammelst, er bleibt da auch wirklich stehen. Ja, dass er da nicht, dass der nicht zu fest reinrammelst, hast du ja auch nicht nötig. Ja, aber auch nicht zu viel rückwärts gehen. Ja, immer diesen Drive behalten, dass du ja, die Mitte hältst. Das mag ja Dirk Jemski an Dominik Bösel, dass er sofort Rückmeldung gibt. Das ist ganz easy, vielleicht konnten Sie das verstehen. Hat allerdings dem Trainer nicht gefallen. Er will, dass Bösel fokussiert bleibt. Hat ihn für die erste Runde zurecht gelobt. Die war ganz eindeutig beim Freiburger. Bisher findet Sven Fornling keine Mittel. Und Böse ist so aufmerksam. Achten Sie mal auf seine Augen. Sie glauben, im intensiven Videostudio diesen Fornling ausgelesen zu haben. Dass er die Aktionen von Fornling erkennt. Und deshalb ist eins besonders wichtig in diesem Kampf. Wach bleiben. Denn Fornling ist gefährlich. Hatte Murat in der ersten Runde am Boden. Und gegen eben jenen Karo Murat hat Dominik Bösel seine einzige Niederlage kassieren müssen. Lange, schöne Hände. Darauf kann Fornling im Moment nicht reagieren. Er kommt nicht in die Distanz von Bösel hinein jetzt mal. Das wird nicht so bleiben. Der Fornling wird im Laufe dieses Kampfes da mehr einsetzen. Aber dass die Führungshand läuft von Dominik Bösel, das ist wichtig. Und dass er Treffer setzt, so wie hier. Hat im Moment immer eine Hand mehr drin. Er soll nicht mitschlagen in der Distanz von Fornling. Er soll lang boxen und macht das bisher. Vereinzelte Treffer in dieser Runde von Fornling. Das gut gemacht. Fornling zuvor gekommen und ihn dann abgebunden. Schön zum Kopf und dann hinten raus. Das war ein wichtiger Treffer zum Körper. Let him go. Back! Step back. Diese drei Hände, die er immer wieder schlägt auf der Innenbahn, die sind gut. Schön die Schildkröte gemacht und jetzt ist Fornling am Boden und wird tatsächlich angezählt. Da war auch ein Schrittfehler mit dabei und dennoch
ist das Wirkung. So zumindest sieht es Jean-Robert Lane. Wenn ihm die Punktrichter da folgen, das ist das ein 10:8. Wow. Großartiger Auftakt von Dominik Böse. Müssen wir Aufwand betreiben? Na, wegen der Kondition hinten raus. Ja, immer mal ein paar klare Aktionen, dann immer wieder mal ein paar Pausen suchen. Noch nicht ihn immer mit Schlägen stoppen. Weißt du, was ich meine? Dass du nicht immer seine Vorwärtsbewegung mit Schlägen stoppst. Das ist zu anstrengend. Ja, ja? Ein bisschen länger mithalten. Ach, geh ruhig mal ein bisschen rein da mit dem Oberkörper, das kannst du machen. Du merkst, wenn du zu den Schlossen reingehst, da passiert aber nichts. Aber nicht sehr gefährlich. Die Zeitlupe passt zum Bild. Er geht geschlossen nach vorn. Das war keine harte Schlagwirkung. Vorne war auch sofort wieder da. Bin mir nicht sicher, ob jeder der drei Punktrichter hier ein 10:8 für Bösel sieht. Und dennoch optischer Eindruck am Ende der zweiten Runde wieder pro Dominik Bösel. Die ersten beiden Runden, die hat er. Einfach gut. Stop. Keep your punches up. Und Vorling muss was antragen. Da war er kurz tief. Dominik Bösel wird sich kurz sortieren. You have time to recover. Are you okay? How much? 5 Minuten maximum. 5 Minuten. Take your time. Hat er Zeit. Take your time to recover. It's okay. Wait here. Keep your punches up. Okay? Er macht daraus vielleicht ein bisschen mehr, als es ist, Dominik Bösel. Aber auch das ist an dieser Stelle verdammt geschickt. Fragt den Ringrichter Jean-Robert Lane, wie viel? How much? Ja, 5 Minuten. Das weiß einer wie Bösel. Es wird wilde Momente wie diesen geben. Das hat er geübt. Schon seit längerer Zeit mit einem Ringer gearbeitet, sich aus solchen Situationen herauszudrehen, geschickt den Körper einzusetzen. Ich warte auf eine Ansage von Dirk Jentzky. Aber im Moment kommt da nichts. Jetzt allerdings Bösel in der Doppeldeckung, in Defensive. Hat ihm nichts gemacht. Die beiden haben sich 10 Minuten vor dem Walk-in rein zufällig noch mal auf dem Flur getroffen. Kabinen liegen unmittelbar nebeneinander. Dominik Böse meldete, Horning hat den Augenkontakt vermieden. Der ist nervös. Nervöser als ich. Das hat ihm noch mal zusätzlich Auftrieb gegeben. Und das spürt man zu Beginn dieses Kampfes. Olli Wegner mit Beifall. Links neben ihm der Mann. Das ist Erol Ceylan. Das ist der Promoter von Sven Forning, der ihn gegen Murat zum Sieg geführt hat. Okay, diese Runde war okay. Bis Ende, okay. Er geht noch mehr schräg und noch mehr dreckig. Okay, hast du verstanden, Sven? Ja. Das war unsere Jugend. Wir geben nicht die Jugend.
Boxer. Hast du verstanden? Schlauer Boxer. Nimmst du immer diese Ecke. Du kommst in mehr diese Ecke, kommst du mit her. Dann hörst du gut. Hast du verstanden? Ja. Okay, Heide. Du bist jetzt warm. Ja. Okay. Bülent Bajer aus Hamburg. Der Trainer in der Ecke von Sven Forning. Er kann, da ist er geboren, türkisch. Und er kann natürlich Deutsch. Und Sven Forning sagt, ich verstehe Deutsch, wenn ich es will. Die Boxersprache, die sitzt. Sie arbeiten seit einiger Zeit zusammen, seit er nach Deutschland, nach Hamburg gekommen ist, zu Erol Ceylan. Sven Forning. Es wird wilder. Forning geht mehr nach vorn. Stopp, stopp! Stopp! Er mag diese Atmosphäre. Sven Forning sagt, das Schlimmste ist, wenn sich keiner interessiert. Und er hat ein dickes linkes Auge und da rinnt ein Fädchen Blut herunter. Jetzt da der Kopfstoß, ganz knapp vor einer bösen Aktion. Aber es ist deutlich sichtbar, die Schwellung jetzt im linken Auge, jetzt natürlich nicht aus dieser Kameraposition. Es wird ein bisschen unsauberer. Dominik Bösel muss seine Linie bewahren, muss die Führungshand rausstecken, so wie hier. Und er lächelt Forning ins Gesicht. Das macht er gern, Dominik Bösel. Gehört zu seiner Art des Boxens dazu. Kniet ab. Und wird aufgefordert, Dominik Bösel nicht zu halten. Er muss jetzt die Führungshand rausbringen. Das ist jetzt die Phase, in der Forning versucht, in dieses Gefecht zurückzukommen. Mit aller Gewalt. Jetzt marschiert er, jetzt geht er nach vorn, jetzt kommt seine Kondition, die er bis zur 12. Runde in dieser Form durchgehen kann. Dieses Tempo, die Geschwindigkeit. Kampf wird offener. Waage neigt sich ein Stückchen Richtung Forning, der aggressiver reingeht und das muss er auch. Vierte Runde, ein Drittel ist um. Henry Maske, Dominik Bösel sollte führen, aber es hat sich jetzt ein bisschen gewendet hin zu Forning. Dominik hat sehr gut angefangen und in der zweiten Runde schon manchmal angedeutet, dass er so ein bisschen nachlässig wird. Und jetzt wird das zunehmend mehr, weil man merkt, Forning kommt und kommt in seinen Fluss. Und das darf er einfach nicht zulassen. Er muss weiter wie in der ersten und teilweise auch in der zweiten, dritten Runde sehr konsequent den Kampf führen. Damit muss er nicht immer ständig schlagen. Aber egal, was er tut, er muss den Gegner versuchen zu kontrollieren. Das hat er in vielen Situationen hervorragend. Aber im Moment, gerade in der letzten Runde, lässt er den Forning so ein bisschen laufen. Und die Doppeldeckung, diese passive Doppeldeckung, die ist höchst gefährdend. Wenn er das macht, dann soll er dabei den Gegner unbedingt im Auge behalten. Das ist ganz wichtig. Und dann arbeitet er. Okay? Also, versuche ihn mit den Zeiten. Das ist anstrengend, aber okay. Komm, das ist wichtig. Er wirkt entspannt, Dominik Bösel. Die Analyse von Henry Maske treffend. Verliert ein bisschen die Kontrolle. Es gelingt Dominik Bösel im Moment nicht so sehr, Sven Forning abzubinden, ihn auf Distanz zu halten. So kann er es machen. Das ist genau richtig. In die Aktion hinein als erster schlagen mit der leichten Führungshand. Mehr ist gar nicht nötig. Und jetzt
ist da auch Blut im Gesicht von Dominik Bösel. Das sind viele Kopfstöße, ja? Neuer Mundschutz, das jetzt hier die Pause. Ich glaube nicht, dass es Schlagwirkung war, aber eine leichte Blessur im Gesicht von Bösel ist erkennbar. Lässt sich nicht vermeiden bei diesem Stil, da die Köpfe hier permanent zusammenrauschen. Stop, stop, stop. Das ist natürlich unsauber teilweise, was Fornik da macht, aber er schlägt jetzt deutlich mehr. Und die eine Hand, die reicht nicht mehr aus, die eine Führungshand, die Bösel reinsetzt. Er muss auch die rechte bringen, so wie hier zweimal. Auf Verzagen versucht, gut. Variabel bleiben, auch mal zum Körper gehen. So wie hier, schön. Genau in die Aktion von vorne hinein mit der Führungshand. Den Schweden auslesen. Herrlich. Dieser Schwinger über die Führungshand. Gute Phase jetzt wieder in dieser fünften Runde von Bösel. Die vierte kann man durchaus Fornling geben. Da muss er sich rausdrehen, da muss er weg. Auch so geht das mal. Einfach nach vorn. Diese eingesprungenen Aktionen von Bösel, die sind gut. Aber es wird ein harter Kampf, sich jede einzelne Runde zu holen. Das ist nach Punkten natürlich längst nicht entschieden. Sehen Sie mal, wie schnell, wie wach der Fornlinger ist und gleich wieder da. Selbst wenn er mal aus dem Gleichgewicht kommt, das sind keine Treffer, die dürfen nicht zählen. Die sind auf der Deckung, auf der geschlossenen von Bösel und trotzdem macht das natürlich Eindruck. Fornling jetzt von der Ringmitte aus. Dominik Bösel braucht jetzt noch eine Aktion, um diese Runde zu ziehen, die so gut begonnen hat. Jetzt noch mal rein. Jawohl, das waren zwei ganz wichtige Treffer für Bösel. Jetzt Fornling noch mal abbinden. Luisa, seine Freundin Simone und Bernd Bösel, die Eltern. Er, Bernd, ja? Dominik, Rheinland. Hat so ihn direkt abgeklatscht, wie immer vor jedem Kampf. Simone ist so aufgeregt. Immer wieder, wenn er es gemacht hat, hinterher. Er braucht jedes Mal Pause. Und die triffst du. Und die klaren Hände. Alles gut? Fühlt sich? Ja, okay. Okay, ja. Atme mal schön tief durch die Nase, komm. Atme durch die Nase, komm, tief. Ganz tief, komm nochmal. Jawohl, komm, mal schön. Alles gut. Die letzte Linke gerade, die war richtig gut. Ja, dass du mal guckst. So wie das Emmy macht das, fand ich das besser, als wenn du dich so hinhockst. Ja, ja. Ja, du siehst, guck mal, du siehst das alles. Der nimmt keinen Schritt mit. Ja, ja, ja. Ja, du kannst dann diese Schläge sehen. Ja, das ist besser, als wenn du dich da so doppelt hinstellst. Da siehst du gar nichts. Okay? Gute Analyse von Dirk Jemski, der immer klare Worte spricht zu seinem Boxer. Es gab ja diese Phase, als sich beide ja noch grün waren, klar, aber als Dominik Bösel keine Entwicklung mehr gesehen hat. Und dann wechselte er ausgerechnet nach der Europameisterschaft gegen Sergej Demtschenko in Weißenfels den Trainer zu seinem Jugendcoach Rainer Raufuß. Das ist inzwischen beendet, weil sich Rainer Raufuß entschied, wieder in seinen alten Beruf als Lehrer zurückzukehren. Inzwischen gab es auch eine Entwicklung bei Dirk Jemski. Beide haben sich lange ausgetauscht und ihre langjährige Beziehung wieder aufgenommen. Mit allerdings unterschiedlicher Ausrichtung. Dominik Bösel wohnt jetzt in Freiburg, nicht mehr in Magdeburg. Er trainiert oft in Halle. Von dort ist es nicht weit nach Köthen, der Heimatstadt von Dirk Jemski. Er trainiert in Leipzig, ganz spezielles Training, um seine Muskeln zu dehnen, die Elastizität zu erhöhen, seine Krankheiten auszukurieren. Das alles ist gelungen und er trainiert natürlich auch hin und wieder mal
bei seinem Vater zu Hause in Freiburg an der Unstrut. Ansatzlose Rechte, auch das geht mal. Linke muss raus. Beide sind ähnlich vom Stil. Beide warten hier auf die Aktion des anderen. Wenn die nicht kommt, ist der Mundschutz da schon wieder draußen. Liegt da der Mundschutz ebenfalls in den schwedischen Farben. Es ist keine Pflicht mehr für den Ringrichter, jetzt hier zu unterbrechen. Tut das jetzt. Zum zweiten Mal. Auch das ist eine neue Regel. Es muss ein zweiter Mundschutz in der Ecke vorhanden sein, damit es gleich weitergehen kann und dass eben die Verlust des Mundschutzes nicht eingesetzt werden kann als taktisches Mittel. War an dieser Stelle bei Sven Forning hundertprozentig der Fall. Der war gerade in der Offensive. Wie er sich aus diesen Situationen in der Ecke befreit, das ist mitunter glanzvoll. Mit den geraden Händen. Sie schlagen beide relativ wild. Bösel nimmt das Gefecht an. Der Cut ist wieder ein bisschen stärker geöffnet bei Sven Forning, Ringarzt zur Stelle. Ich weiß nicht extra, aber machen wir Mund zu. Okay. Die warten. Ja. Wenn du Kombination versuch mal immer. Okay, versuch mal Kombination. Wenn du gehen, okay. Du, er schlägt, er wartet immer Kontra. Wenn du Kontra raus ist, du machst immer Attack. Verstanden? Die Verletzung auf der Nase ist alt. Und aus dem Sparring. Aber da der Cut direkt über dem Auge. Jetzt, das kann ein Problem werden für Sven Forning. Bülent Bajer hat so viel gelernt als Assistent von Fritz Dunek. Und gehört zu dieser jungen, neuen Trainergeneration, zu der man auf der anderen Seite auch Dirk Jensky zählen kann. Oder eben Christian Morales, den wir heute noch sehen mit seinem Boxer Peter Kadiro. Oder eben Stefan Kühne, der heute noch Stefan Hertel hier in den Ring schickt. In den Ring von Halle an der Saale. Die Messehalle, 3500 Zuschauer fiebern. Mit Dominik Bösel. Es ist sein größter Kampf, definitiv. Wenn er das Ding hier ziehen könnte, und er ist auf gutem Weg. Das mit dem Tanzen gefällt einige nicht. Und dennoch, boxerisch ist er momentan gut dabei nach der Hälfte des Kampfes. Eine, vielleicht zwei Runden bei Forning. Okay. Sollte die Führungshand nicht so weit rausstellen, Dominik Böse, sondern von hinten kommen, dann hat sie mehr Wucht und Kraft. Zieht sie dann ein bisschen zurück. Aber das ist dann natürlich auch ausrechenbarer, weil diese Rückholbewegung von Forning erkannt werden kann, der viel schlägt und meist trotzdem nur die Doppeldeckung trifft. Durchaus lidiert Sven Forning schon jetzt. Herrliche Linke. Herrlicher Jab von Bösel in die Aktion von Forning hinein.
dessen Schläge aus meiner Sicht ein bisschen die Wirkung verlieren. Da ist nicht mehr so viel Power dahinter. Er schlägt oft, aber er gefährdet Bösel damit nicht. Das sind Haken, das ist selten mal eine klare Gerade. Weder mit der Führungshand noch mit der Schlaghand. Da ist Dominik Bösel deutlich variabler. Zeigt sich die Ausbildung bei seinem Vater Bernd Bösel früh in Freiburg und dann eben auch die 7 Jahre hier in Halle. Als er in der Sportschule war. Bösel führt, sollte die Runde haben. Das ist ein absolutes Highlight, aber wir freuen uns auch auf Peter Kadiru, den Jugend-Olympiasieger aus Hamburg, den wir gleich im Ring sehen, hier gegen Pedro Martinez, den Mann aus Venezuela. Auch er, Martinez, hat eine, wie alle anderen Boxer, positive Kampfbilanz. Konzentriere dich schön. Immer wieder diese klaren Einzelhände. Wo ich immer wieder auch mal rechts anfahre. Und gerade wenn du rausgegangen bist aus der Aktion, dann sind so die Phasen, wo du bam, 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 nochmal gleich mal 3 Hände bringen musst. Ja, und dich da hinstellen im Doppeldeckel. Das ist blöd. Das sieht immer doof. Du bist immer gut, wenn du, und gerade wenn du mal rechts, kann nach links antäuscht, nach rechts gehst, machen wir noch so eine Finessen. Die habe ich noch gar nicht gesehen. Ist gar nicht mehr witzig, Digga. Nee? Ja. 8. Runde, ja? Mal hopp, hopp, mal gucken, ja? Komm. Eine Kardinalkritik von Jemski, das ist die Doppeldeckung, in die er sich mitunter verzieht. Genau das, was Henry Maske schon nach der 4. Runde angesprochen hat. Lass sich nicht verkriechen, denn das kann immer gefährlich sein. Da kann mal ein Aufwärtshaken drin sein. Und das macht optisch gegenüber den Punktrichtern auch keinen guten Eindruck. Kein leichter Kampf für Jean-Robert Lenz. Sehr konzentriert ist der. Er zieht jetzt wieder vorn links. Und wieder ist es diese Doppeldeckung. Wieder geht er in dein Schneckenhaus zurück. Dominik Bösel, um jetzt zu explodieren. Aber das sollte er nicht zu oft tun. Es ist besser, diese Führungshand reinzustecken. Jetzt zum Beispiel. Er wartet auf die Aktion von vorne. Und wenn die durch ist, dann ist es zu spät. Vorne jetzt deutlich aktiver. Von Dominik Bösel kommt in dieser Runde einfach zu wenig. Und es ist diese Doppeldeckung, dieses Bild, das er jetzt zu oft abgibt in dieser 8. Runde. Warum versteckt er sich so? Aufregung steigt. In der Messehalle von Halle. Jetzt bricht er aus. Trifft mit einer rechten, aber das ist am Ende zu wenig, um diese Runde zu ziehen. Eine Aktion reicht nicht. Schon verrückt.
immer wenn wir ein Fazit wollen von Henry Maske, wie nach der vierten, jetzt auch nach der achten, dann ist es eine Runde für Sven Fornling, obwohl Dominik Bösel zuvor doch eine gewisse Kontrolle hatte. Wie kann das passieren, Henry? Also gerade hatte ich noch den Eindruck, der Dominik hat das alles im Griff und lässt es ein Stück weit laufen und setzt dann wieder, wenn er merkt, jetzt muss er was tun, an. Hier die letzten Minuten, letzten zwei Minuten, die waren schon beängstigend. Er war sehr passiv. Es gab kurze Aktionen von ihm. Danach war er sofort wieder zurückhaltend und es schien, als wenn er die Pause einfach sucht. Vier Runden, die jetzt noch kommen können, können sehr lange werden. Ich wünsche mir, dass er tatsächlich jetzt sich ein bisschen zurückgenommen hat, um die letzten Minuten noch mal ein bisschen Gas geben zu können. Das Momentum auf der Seite von Sven Fornling. Bösel stand früh bereit. Er muss sich diese Runde wiederholen. Er muss jetzt aus dieser Doppeldeckung raus. Stop, stop, stop. Geht nach unten. Jean-Robert Lehn zählt ihn dafür nicht an. Das hätte er durchaus tun können sogar. Beängstigend hat Henry Maske den Zustand in Runde 8 genannt. Gibt es konditionelle Probleme bei Dominik Bösel? Das ist jetzt die Frage. Gegen Karo Murat hat er in der 11. Runde verloren. Da war er allerdings nicht gut vorbereitet. Diesmal sieht das anders aus. Und dennoch, der Druck von Fornling ist nach wie vor hoch. Rammeln wieder mit den Köpfen zusammen. Step back, step back. Führungshand. Führungshand, richtig. Nochmal Führungshand, sehr gut. Und da war der Aufwärtshaken im Ziel. Mit dem gehaltenen Kopf von Fornling. Also nach dieser beeindruckenden achten Runde merkt man auch bei Sven Fornling, dass er ein bisschen Speed rausnehmen muss. Und das nutzt Bösel im Moment gut aus. Schlägt mit, geht in diese erste Aktion hinein. Das ist typisch Fornling. Wenn er sich etwas vornimmt, dann zieht er das auch durch, egal ob da ein Schlag vom Gegner kommt. Zwei herrliche Treffer gerade von Fornling. Kopfhaken an der Deckung vorbei. Dominik Bösel muss jetzt noch ein bisschen was abliefern, um sich diese Runde zu sichern, die auf Messers Schneide steht. So vielleicht. Und nochmal. Genau. Es sind diese Einzelhände, die Eindruck schinden. Stopp, 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 stopp. Ja, Waldemar Hartmann, Boxexperte mit Wolf-Dieter Jacobi, dem MDR-Fernsehdirektor. Beides ausgewiesene Boxexperten. Hörst du mich gut? Und ein bisschen war Zweifel zu erkennen. Dominik, ich halte mal die Klappe, du führst. Aber alles okay, komm. Du machst das schön. Wichtig ist doch, hol noch mindestens eine Runde und dann seid zufrieden. Und dann aber auch nicht rennen. Machst du doch gut, du siehst das doch alles, was der macht. Mann, der ist doch müde. Der ist doch total kaputt. Merkst du es doch? Die kommen da alle geschoren um die Hände. Ja, du musst immer deine Schritte. Guck mal, da vorne hast du einen Schritt mitgenommen. Und dann triffst du auch gleich. Die letzte linke. 1, 2, 3. Nimm Schritte mit. Ja, kipp noch mit dem Kopf nach. Naja, dann musst du richtig zielen.
Nicht an dir. Komm, Dominik. Komm, Digga, du schaffst das schon. Komm, ja. Da musst du richtig ziehen. Was? Da musst du richtig zielen. Die Ansage von Jemski hat Dominik Bösel nicht gefallen. Deutlich zu sehen. Da war er nicht zufrieden. Eine Runde. So mutmaßt Jemski, braucht Bösel noch. Das macht er jetzt schon zum zweiten Mal, Dominik Bösel. Hinten festhalten und dann vorn den Aufwärtshaken reindrücken. Jawohl, sehr gut. Drei Führungshände, rechte hinterher. Aber Vornling kommt und kommt und kommt. Du siehst alles, ruft Jemski. Er sieht, wenn Vornling angreifen will. Und dann stickt er seine Hände rein, in diesem Augenblick auch mal die rechte. Jetzt auch eine extrem starke Schwellung unter dem rechten Auge von Vornling. Zu Hause drücken seiner Frau Toe, Tochter Belle, die Daumen noch nicht. Sohn Franz, der ist gerade einen Monat alt, bekommt natürlich nicht mit, was der Papa hier macht. Wegen der Geburt von Franz muss dieser Kampf, der eigentlich schon eher gedacht war, verschoben werden. Er wollte Sven Vornling unbedingt dabei sein, wie schon bei seiner Tochter. Zum ersten Mal überhaupt seine Frau wegen Franz nicht am Ring dabei. Da folgt das in Schweden in Malmö. Und jetzt gute Treffer, die sie bejubeln werden in Klagshamn. Direkt vor den Toren der Stadt. Geht freiwillig schon wieder in diese Doppeldeckung hinein. Und das zum Ende dieser Runde. Stark von Bösel. Aber unfassbar, unfassbar. Da bleibe ich dabei. Sven Vornling, der direkt aus harten Treffern hinaus wieder nach vorn geht. Wir haben einen Kampf auf Augenhöhe erwartet. 50-50 hieß es vorher. Und genau das ist es auch. Es ist so knapp. Es ist verdammt eng. Er schlägt nur Kontra, verstehst du? Du musst nicht so gerade stehen. So ein bisschen beweglich, beweglich. Ja. Wenn hier linke Seite ist, linke fängst du an. Dang, dang, dann schluss, okay? Ja. Wenn du beweglich, wenn du gerade stehst, du hilfst ihm mal. Ja. Verstehst du? Du musst beweglich. Wenn rechts ist, rechts, der fängt an. Und drei. Okay? Ja. Lass nichts in die Mitte. Ja. Drück mal immer Ecke oder Seile. Ja. Okay? Ja. Und dann machst du Attacke. Ja. Deckung und mach dir nicht. Erst ein bisschen relaxed, den Punkt und zwei Minuten dreckig. Ja. Okay, erste Minute kriegst du nicht, schlägst du. Ja. Also wenn es um die Einzelhände geht, dann ist Dominik Bösel hier im Vorteil, weil er hat gerade mit der linken, teilweise auch mit der rechten, die klareren Aktionen. Vornling schlägt mehr, aber Bösel führt. Also Bösel führt, das ist natürlich unsere ganz private Rechnung hier. Vielleicht auch ein bisschen mit der Freiburger Brille. Gibt keine Informationen, was die Punktrichter betrifft. Keine Schlagwirkung, das war
eher griechisch-römischer Stil. Richtig von Jean-Robert Lane. Das war eher unglücklich. Jetzt steht Frauenling an den Seilen. Jetzt ist es aus. Und Bösel ist Weltmeister. Dominik Bösel ist WBA-Weltmeister. Durch einen K.O. gegen Sven Frauenling. Er hat doch gewackelt. Diese Einzelhände haben Sven Frauenling zermürbt. Bernd Bösel mit Simone. So lange haben sie daran gearbeitet. Das war das große Ziel. Jetzt ist es erreicht. Ihr Sohn ist im größten Kampf von SES, im größten Kampf auch von Ulf Steinbock. Weltmeister an der Seite Robert Stieglitz, der mitgeholfen hat in der Ecke. Halle steht Kopf. Er hier hat in dieser Woche nach eigener Aussage Ulf Steinbock 10 Stunden geschlafen, zu Hause gesessen, alles hin und her gewälzt. Und jetzt hebt er den Daumen für den Sieg von Dominik Bösel. Jetzt ist für ihn die ganze Welt offen. Die großen Kämpfe in Nordamerika. Vielleicht ja gegen Bivol, vielleicht gegen Peter Bier. Vielleicht gegen Golovkin. Respekt, Sven Frauenling. Er hat alles wahrgemacht, ist nach vorn gegangen. Hat es immer wieder versucht. Am Ende allerdings war er zermürbt. Und hier gibt es keine Gegenwehr mehr. Absolut korrekt. Jean-Robert Lane geht dazwischen. Sehen Sie mal, wie ein Krieger im Sprung. Hier der Ringrichter. Er sieht das ganz genau. Und es gibt keine Reaktion. Das ist komplett richtig. Selbst wenn es kein krachender, harter Knockout war, war es am Ende eine tolle Leistung von Dominik Bösel. War gehalten. Jörg Hohmann ist da bei Bülent Bajer, bei Sven Frauenling. Wurde gehalten durch die Ringseile. Im Stehen darf nicht angezählt werden. Lane ist dazwischen gegangen. Am Ende war er auch am Boden. Sven Frauenling. Und das Ende so korrekt. Dominik Bösel, geboren in Naumburg, lebt in Freiburg an der Unstrut. Sachsen-Anhalt hat wieder einen Weltmeister. Henry Maske sitzt neben mir und strahlt mich an. Darf man ihn, Henry, als deinen Nachfolger bezeichnen? Kopfnicken, ja oder nein? Nur Kopfnicken. Er nickt mit dem Kopf. Dominik Bösel, das ist jetzt offen abgesegnet vom Gentleman selbst, ist der Nachfolger von Henry Maske. Sie haben diesen WBA-Gürtel vorhin gesehen. Bösel, der in dieser Bettwäsche von Maske groß geworden ist, der Henry Maske nie persönlich getroffen hat. Das werden wir heute Abend hier alles noch erleben und darüber natürlich berichten. Ich freue mich drauf, wenn sich die beiden zum ersten Mal treffen. Und ich glaube, Henry Maske wird den WBA-Gürtel dann auch anfassen. Dominik Bösel kann jetzt jede Sekunde genießen. Sein Vater ist direkt vor ihm. Sie haben sich gestritten. Tom Schwarz ist da. So oft Auseinandersetzungen gehabt. Gegenüber der Stätte, wo der Turnvater Jan beigesetzt ist. Er hat sein ganzes Leben lang auf das Grab von Jan geguckt, wollte sportlich ein Großer werden
Heute Abend hat er es geschafft. Und wir sehen, alle SES-Boxer sind im Ring. Auch Agit Kabayel, Tom Schwarz. Um sich jetzt mitzufreuen, um das Urteil zu hören, das verkündet wird von Lars Christian Kade. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus, big Applaus for both fighters on this evening. Sven Fornling verlässt den Ring bereits. Das ist ungewöhnlich, aber Erold Schelan entschuldigt sich dafür. Sieger dieses Kampfes durch K.O. der 11. Runde nach 1 Minute 12 und damit neuer IBO World Champion und Interims WBA World Champion. He is the new IBO World Champion and Interims WBA World Champion.